So, ihr Lieben, ich mache jetzt noch mal ein neues Video. Ja. Warten wir, da gehen noch ein paar Leute vorbei. Servus. Gleich sofort. Servus. Hier ist mein Wiesenbärenklau. Der ist, wie gesagt, fast jetzt 1,50 Meter groß. Fast 1 Meter im Durchmesser. Ich würde euch die Geschichte dazu erzählen, nicht nur über diese Pflanze, wir gehen jetzt einmal rund um den Garten. Ist kein Gartenrundgang, sondern ich will euch was erklären, okay? Also den habe ich gepflanzt 2013, 2014, da habe ich hier in diesem Haus am selben Platz schon mal gewohnt. Und es dauert manchmal Jahre, bis die Pflanze zu dem wird, was es ist. Schaut mal dahin, das ist alles voll mit Bienchen, mit Mücken, mit Käfern, die sind hier am Arbeiten, ja, und das gibt ja auch dann wieder das neue Saatgut. Die Gemeinde wollte das Teil hier schon mehrfach wegnehmen, hat gesagt, das bleibt stehen, ja, das ist mein Ding hier, das ist mein Garten, dafür stehe ich gerade, ja, und ja, ihr seht's, wir gehen jetzt erstmal weiter, bevor ich mich da jetzt verliere irgendwie. Bei mir sieht es immer wild aus, das seht ihr, da wachsen die neuen Eschen drin, nach der Eschenbaumfellaktion, wo 400 Jahre alte Bäume weggerissen wurden. Gehen wir mal weiter. Ja, es geht mir jetzt, guck mal da, hier blüht es ja auch schon wieder. Ja, das muss ich auch noch mal klären hier, weil ich dachte wirklich, das ist eine Peperoni, eine Chili, grüß dich, servus. Aber es ist ein Weidenröschen, ein Bergweidenröschen. Ja, und ich hatte damals so keine Erfahrung gehabt mit diesem Aleppo-Chili oder syrischen Pfeffer, wie man den nennt. Ich hatte wirklich den ausgesät und war so stolz, dass da eine Pflanze rauskam. Hier schaut es mal mit diesen Blättern und wer ein bisschen sich auskennt mit Chili, der weiß, dass die Blätter genau so aussehen. Aber das ist, wie gesagt, jetzt hier ein Bergweidenröschen. Also nochmal sorry für meine Fehler. Da blüht es auch schon, schaut mal. Ringelblumen. Aber darum geht mir es ja jetzt auch nicht. Gehen wir mal weiter. Ja? Es sieht oftmals nicht schön aus, wenn man Pflanzen aussamen lässt. Die meisten musst du im ersten Jahr, kannst du die essen, kannst du die rausnehmen und im zweiten Jahr tun sie erst aussamen, wie die Radiesel. Da ist jetzt hier einiges runtergefallen. Sorry, das muss ich jetzt mal wieder in Ordnung bringen. Es windet hier sehr. Und wir sind kurz vom nächsten Unwetter. Warte mal. Oh. So. Da wieder hin. Da wieder hin. So. Oder hier der Kohlrabi. Gehen wir mal weiter. Ja. Der sieht halt nicht mehr schön aus, aber es ist so wichtig, einen Aussamen zu lassen, damit du neue Samen hast für die nächsten Jahre. Weiter. Da ist der Mangold. Auch der samt jetzt aus, du kannst nicht mehr essen, da holen wir jetzt mal den Reinkohl raus. So, den tun wir weg. Oder, weiter geht's. Was haben wir hier noch? Ah, da hinten, ja, stopp, da sind wir. Da mal, Jana schläft. Ist noch geburtstagsmüde. Hier, sieht nicht schön aus, ja. Aber das ist der Wintergrünkohl. Der samt aus, hier seht ihr es, ja. Ihr müsst ihn einfach stehen lassen. Und ich habe jetzt so oft schon gehört, oder Freunde, die mir gesagt haben, oh, mein Garten muss sauber aussehen, nichts muss der. Ja? Nur weil andere sagen, vielleicht bist du dann in so einer Gartenkolonie, in so einem Schrebergarten, Scheißdreckskrams, wo die sagen, so und so und so muss dein Garten aussehen, scheiße muss er. Ja? Es ist so wichtig. Ja? Na klar kannst du jedes Jahr neue Samen kaufen. Aber da kriegst du keine stabile Saatgut. Stabil kriegst du das nur, wenn du das aussamen lässt und die Samen entnimmst aus der Pflanze. Und dann tust du sie weg. Dann hast du neue, immer mit jedem zweiten Jahr stabilere Samen. Und diese Pflanzen wie Kohl, Kohlrabi, Radiesel, Mairübe, ach, ich kann das so viel aufzählen. Die tun sich erst im zweiten Jahr aussamen. Ja? Also lasst sie bitte stehen. Ganz einfach. Stehen lassen.
Ja? Und scheiß drauf, was die anderen sagen, dass es nicht schön aussieht. Egal. Ja? Gehen wir nochmal weiter. Vielleicht finden wir noch was. Ich habe jetzt keine Ahnung. Ja? Hier ist die Cosmea. Die wird immer schöner und immer größer. Ich freue mich drauf, wenn sie blüht. Und was haben wir hier noch? Was mehrjährig ist? Gartenkresse. Da seht ihr auch die Samen. Ja, die werden jetzt reif und dann tust du sie rausnehmen. Da vorne, der Spinat. Genauso. Der tut jetzt anfangen zu blühen. Darf er. Sieht nicht schön aus, aber er darf das bei mir. Dasselbe ist mit den Kräutern. Pimpinelle. Bohnenkraut. Estragon. Ach, ich könnte euch da so viel erzählen drüber. Lasst einfach stehen. Darum bitte ich euch. Lasst stehen. Und hier da seht ihr einen Kohlweißling. Da fliegt er am Oreganum. Nebendran ein Bienchen. Ja, und so ist es schön. Die Lebewesen, die brauchen das alles, so wie das ist. Ja? Und darum ging es in dem Video. Ja, danke fürs Zugucken, Zuhören, Verstehen, eventuell uns teilen. Ja? Da ist ja wieder der Reinkohl. Reinkohl, das ist auch noch so wichtig. Den lasse ich blühen. Und wenn du den dann, wenn er dann ausgeblüht ist, dann musst du die Samenstände abschneiden, weil das sind so Flugsamen, so wie beim Löwenzahn. Und der vermehrt sich ganz schnell, der Reinkohl. Der ist lecker, den kannst du essen. Kein Thema. Mittlerweile tun auch die, da ist er wieder, Kohlweißling. Die tun da ihre Raupen ansetzen, deswegen lasse ich den jetzt auch stehen. Ja, ganz wichtig. Und tut dann einfach oben die Flugsamen abschneiden und dann ist gut. Ja, dann kann er sich nicht aussamen ohne Ende. Obwohl mein ganzer Hang ist da damit voll, aber das darf er ja. Mein Hang darf Hang sein. Und ich möchte jetzt nur die Raupen zählen, die da droben an die verschiedenen Gräser, an die verschiedenen Kräuter ihr neues Leben beginnen. Und das ist genauso wichtig. Ja? Also nicht immer im Garten im Herbst platt machen, nur dass er schön aussieht, sondern einfach auch mal stehen lassen bis zum Ende. Ja? Und dann kriegt ihr neue Eindrücke von einem Garten. Hier zum Beispiel, das sind die Nachtkerzen. Ja? Da unten kommen die nächsten. Schaut, die kommen aber erst im zweiten Jahr. Wenn ihr das jetzt wegmacht, habt ihr halt im nächsten Jahr keine Nachtkerzen. So geht es mit ganz, ganz vielen Pflanzen. Königskerze und. Blutampfer da hinten, ja, der auch im zweiten Jahr dann auszahmt. Ja, die kriegt ihr ja bei mir dann, die Samen. Da oben sind die Samenstände. Ja, wilder Dost da hinten. Okay, lassen wir das jetzt erstmal da. Jetzt ist da, das wollte ich euch noch zeigen. Das ist mein echtes Johanniskraut. Das hat den Umzug, den ich mit dem veranstaltet habe, sehr gut angenommen. Und der hat jetzt hier seinen Platz neben kalifornischem Mohn, der auch überall blüht hier in der Ecke im Halbschatten, so wie die Kapuzinerkresse hier. Ja. Also Leute, lasst einfach mal ein bisschen wachsen und freut euch an den ganzen Tieren, an den Tänzen der Schmetterlinge. Tagsüber die Tagfalter, nachts die Nachtfalter. Und alle, die wollen auch überleben. Ihre Raupen groß werden lassen, die dann wieder zu neuen Schmetterlingen werden. Die Bienchen. Bei mir ist alles voll mit Bienen. Ja? Lasst es stehen, bis es verblüht ist. Auch da hinten so Dinger wie hier die, da seht ihr mal, da, ups. Der Brummer. Ja, das sind die Wiesenblatterbsen. Ich lasse einfach wachsen. Die Brombeeren, ich lasse wachsen. Die Himbeeren, ich lasse wachsen. Ja? Da schaut der Zierlauch auch alles voll mit Bienchen. Ja? Okay, jetzt machen wir aber Schluss. Feierabend. Servus, der Zausel ist draußen.